Nein, das hat sie nicht gesagt. Sie hat auf jeden Fall schon gesagt, also Depression kommt sie besser klar, wenn sie halt öfter mal so einen teuren Urlaub macht. Meine Katze und hat immer sich mit so einer anderen Katze geschlagen. Und okay, gut, praktisch. Hat er auch mit Koffer nach ihr geworfen? Ja, oh, stark. Wollen wir das hier jetzt wirklich auf den Tisch holen? Na komm, nee, du. Hallo YouTube, Anni. Duck ist zurück und ja, das ist nicht gut gealtert bis jetzt schon. Sogar Alpha Kevin hat innerhalb von 2 Stunden wie immer ein Video drüber gemacht und Kollege Schnurschuh bekommt ein bisschen Kritik hier unter dem Rezo-Video, das haben wir gerade erforscht. Wie hast du Alpha Kevin in Erinnerung? Ist das so, wie es in den Kommentaren steht, dass er ein Hetzer ist? Er bösartig, der mobbt im Internet aufs Schlimmste. Dann Mann. Immer die vulnerabelsten Gruppen raus und dann sagt er, das geht aber gar nicht, viel, was der da gemacht hat. Und dann sind die am Boden. So kennt man ihn und da gehen wir jetzt rein. Da müssen wir mal die gute Annie the Duck auch in Schutz nehmen an der Stelle von dem bösen weißen Hit. Heterosexuellen Cis-Mann. Wir gehen rein, wenn euch der Content gefällt. Ihr wisst ja, die meisten Leute, die hier zugucken, haben noch nicht abonniert. Holt das nach, damit zaubert ihr nicht nur mir ein Lächeln auf die Lippen, sondern auch. Lach mal. Du kannst lachen, ich kann leider nicht lachen. Ich muss das heute nutzen, deine Emotionen im Gesicht. Naja, gut, wir gehen rein, wir treten nach. Los geht's. Leute, es ist nun offiziell bewiesen, selbst nach dem größten Skandal wird es immer Menschen geben, die dir Geld in den Rachen werfen und so tun, als wäre nie etwas gewesen. Also ernsthaft, knapp 1000 Subs in einem Comeback-Stream zu bekommen, nachdem man vor knapp einem Monat den gefühlt größten Skandal 2024 hingelegt hat, das ist schon ziemlich heftig. Dafür muss ich keinen Comeback-Stream machen. War das der größte Skandal 2024 oder größte bis jetzt, ja. Skandal bei YouTube? Spaß, ja, okay, also, ich glaube, das Sylt-Video war noch besser. Ja, safe, aber ich glaube, bei meinem YouTube. Guck mal, wenn wir von Subs reden, da ist Renegade nicht weit. Ich danke dir für die 5er Sub-Bomb. Küsschen. Küsschen wird erwidert, fettes Ahu in den Chat. Nee, also ich glaube, das war der größte YouTube-Skandal. Was gab's denn noch? Es gab noch MikiTV, der hatte das mit dem Stream gemacht, wo er voll in die Scheiße gegriffen hat. Mhm. Wen gab's noch? Also MikiTV und irgendwen anders gab's noch. ApoRed. Das ist aber auch halt heftig. Aber der hat ja schon seit Jahren quasi seinen Skandal. Ich habe Ume mitbekommen. Der war ja Follow-up zu Anni. Okay, und stimmt. Vic hat sich einen Wolf tätowiert, weil der ist halt auch ein Wolf. True, Ume war halt auch hart. Aber das mit dem Koffer, wenn das überhaupt stimmt. Aber Anni, ich glaube, Anni war das Größte. Oder das mit den weitreichendsten Folgen auch. Ich meine, die hat ihre Sony-Partnerschaft verloren. Also hätte vielleicht Anni Yo Olli anstiften sollen, dass der wiederkommt, damit sie halt nicht mehr die Schlimmste ist, sondern die Zweitschlimmste. Es gab das Gerücht, dass Anni Unge angestiftet hat, damit der sich mit dem Koffer quasi in das Ziel wirft. Es gibt einen Streamer in Amerika, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen sollte, weil er hier bei Twitch, glaube ich, gebannt ist. Mhm. Bei dem sind, also es gibt so jemanden, der hat auch so eine Maskerade, so einen Doktor. Okay, ja, Doktor, ja, der hat, glaube ich, auch so einen ähnlichen Skandal. Der hat auch einen ähnlichen Skandal. Er ist true, stimmt, aber der ist ja jetzt ganz, ganz frisch. Der ist jetzt ganz frisch. Hat einfach Kevin auch ein Video aber gemacht. Aber ist 24 gewesen. Er war 24. Gewusst, das Video gemacht hat. Nee, warte, wer war 24? Oh, nee, 24 kam es raus, ne? Sein Skandal war älter. Also Ja, okay. Das war schon älter. So, wir gehen erstmal rein. Doktor, genau. Doktor Disrespect. Natürlich darf man seinen Namen sagen. Natürlich darf man das. Ach ja, Mois so. Gibt's ja auch noch. Ja, Bruder, aber Mois ist ja wirklich ein Totalausfall seit Jahren. Also, es ist ja wirklich, also, das jetzt. Aber der erlaubt sich echt viel, ne? Also das mit den Spendengeldern, das war auch schon hart. Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mir den nicht groß angeguckt. Ja, ist ein harter Take zu sagen. Anni war das Allerschlimmste, aber sie gehört auf jeden Fall da ganz, ganz oben mit dazu. Ne? Da muss sie sich nicht verstecken mit ihrer Art. So, weiter geht's. Aber auch, dass parasoziale Beziehungen in der heutigen Welt ziemlich stark sind. Beginnen wir aber von vorn. Erinnert ihr euch noch an den letzten Tweet von Anni the Duck, also ihr Statement? Dort schilderte sie, dass sie sich nun ernsthafte Hilfe gesucht hat, ihr auch alles leid tut und sie aufhört, Content-Creatorin zu sein. Also für alle. Das hat ja gut geklappt. Ja, aber das hat sie ja damals vielleicht wirklich gedacht. Jetzt hat sie sich wieder aufgerappelt und dachte sich, ja, komm, ich give it a try. Das ist so, wie wenn Leute sagen, ich höre jetzt wirklich auf zu rauchen. Und eine Woche später sagt, oh, du hast doch gesagt, du wolltest aufhören. Ja, aber als Influencer, wenn du schon sagst, du nimmst dir jetzt die Zeit, ey, dann hab doch den Anstand und nimm dir wirklich ein paar Tage Zeit. Das waren jetzt, keine Ahnung, gefühlt 2 Wochen, so im realen Leben vielleicht einen Monat oder so. Also Leroy ist nicht zurückgekommen bisher. Nee, der hat sich dran gehalten. Nö, stimmt, der ist weggeblieben, ja. Alle Außenstehenden. Also, Leroy, war das letztes Jahr oder war das auf 24? Nee, das war letztes Jahr. War letztes Jahr noch, Leroy war letztes Jahr auf jeden Fall. Das war Dezember, glaube ich. Ja, aber der hat es auch klug gemacht. Ich glaube, der hat so eine ganz, ganz neue Taktik losgetreten. Das heißt, in seinem Rechtfertigungsvideo gleichzeitig seine Karriere zu beenden, um schon mal da Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich habe auch gedacht, ob der hätte mehrere Videos machen sollen oder ob das gut war, aber es hat ja sehr gut funktioniert, dass er einfach in seinem Video, da kam ja auch Alpha Kevin drin vor. Ja. Aber Alpha Kevin hat ein Video gemacht, Rezo hat auf Alpha Kevin reagiert, ja. Kuchen hat auch ein Video gemacht und da hat Monte drauf reagiert.
Und die wurden aber alle nicht erwähnt und Leroy hat nur gesagt, also Rezo und Montana Black haben sich auch zugeschaltet und die haben aber nur Reactions gemacht. Und alle anderen, die Videos gemacht haben, die wurden alle nicht erwähnt. Ja, alter, Catsplay ist auch am Start. Letzten Stufe 1 Sub da, ja, ich war vorhin bei ihrem Stream und da hat sie sich noch aufgeregt, dass sie keinen Sub bei mir hat. Jetzt holt sie sich einen, ja, jetzt bist du wieder gut ausgestattet. Catsplay, wir gucken später auch noch dein Video zu Moki. Ja, also hier volle Solidarität mit der merkwürdigen Katzenfrau. So, verdammt nochmal. Und apropos verrückte Katzenfrau. Was kommt jetzt? Andy the Duck, ne? Weiter geht's. Klang das Statement sehr vernünftig und man dachte nun, okay, sie sucht sich Hilfe, sie nimmt das Thema auch wirklich ernst und demnach reflektiert sie sich jetzt die ganze Zeit über mehrere Monate. Scheinbar ist Annie aber die erste Person, die sich gleich mehrere Therapeuten genommen hat, um sich in Form eines Speedruns in binnen von einem Monat zu therapieren. Und natürlich startet man dann auch so einen Comeback-Livestream in einer Phase, wo man eine Panikattacke hatte und es einem eigentlich auch gar nicht gut geht. Hallo. Es gibt doch noch eine andere Streamerin, der man genau das gleiche vorwerfen könnte, aber da hat er doch gesagt, das soll man nicht machen, oder? Welche andere Streamerin? Es gibt doch auch eine Streamerin, die auch psychisch nicht so ganz gesund ist. Ich sag mal den Namen nicht, sonst zeigt die mich vielleicht an oder so. Ja. Aber die ist ja auch psychisch nicht ganz gesund und macht dann immer wieder Sabatons, während sie sagt, eigentlich bin ich nicht stabil genug, ne? Und da sagt er ja, hey, hör mal auf, lass die mal in Ruhe und das, da geht's. Du, ja, also ist generell so. Also ich frag mich, wie man, also es ist ja, man könnte es Doppelmoral, ne? Und auf der einen Seite geht man halt auf andere Leute nicht rauf, wie zum Beispiel eine Shoyoka jetzt, die nehme ich jetzt einfach mal so als Beispiel, auch wenn du sie natürlich nicht gemeint hast. Ne? Aber das ist so, ne, und auf Annie the Duck kann man dann halt die ganze Zeit raufgehen. Aber nein, also ich bin halt immer der Meinung, wenn es was zu berichten gibt, wenn es Neuigkeiten gibt, dann kannst du auch darüber berichten. Und so macht das ja hier, so mache ich es zum Beispiel über Shoyoka. Ne, also wir saugen uns ja jetzt nicht irgendwas für ein Hauptvideo aus dem Arsch. Ja, so, wenn also du so die sagt ja, Part bist und dir egal ist, wie es dir damit geht, dann kannst du einfach. Dann ist egal, dann heißt man Kuchen TV und dann kann man. Nein, Spaß. Oh Gott. Bist du erkältet? Nein, ich bin nur ein bisschen verheult. Sorry, ich habe Streamer gemacht, keine Panikattacke bekommen, wieder reingekommen. Der Klassiker, erstmal nach einem Monat Streampause wieder zurückzukommen, obwohl man dazu eigentlich gar nicht in der Lage gewesen wäre. Aber nun erfahren wir auch den Grund, weshalb sie plötzlich wieder zurück ist, denn die Zuschauer von Annie, die hatten nun mal extrem viele Fragen und sie wollten nun auch wissen, was der Stand der Dinge ist, wie es ihr geht und was sie in der Zeit gemacht hat. Dachte, ich komme mal live, weil ich hab nicht viel Nachrichten gelesen, aber ein paar. Und es kamen viele, viele, viele verschiedene Fragen. Und der Vermieter hat zum Beispiel gefragt, wann überweist du wieder? Dachte ich, so ein paar Subs würden ganz gut tun. Der Vermieter hat gefragt, wann überweist du wieder? Ja, ein paar Subs. Sie hat ja 1000 Subs hat sie anscheinend gemacht. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ich frage mich generell, also wenn man merkt schon, man hat schon vorher eine Panikattacke. Also erstmal, warum macht sie das überhaupt, wenn sie vorher gesagt hat, sie macht eine Pause? Vielleicht hat sie die Panikattacke ja im Countdown gehabt und gedacht, ja jetzt aber weggehen ist ja auch peinlich, ne? Ja, safe. Dann ziehe ich durch. Da steht, das Stream geht in 10 Minuten los und nach 5 sagt so. Oh. Ich dachte mir, ich komm live, beantworte Fragen, die ihr vielleicht habt. Und ja, ich dachte, es wird eine Pause geben. Ja, ich bin auch in der Pause. Ich bin jetzt nicht wieder da. Ja, denn das, was viele Leute nicht wissen, ist, dass das, was wir hier gerade sehen, bloß ein Hologramm von Annie ist. Sie ist dort eigentlich gar nicht vor der Kamera. Wir bilden uns das hier bloß ein. Und deshalb steckt sie eigentlich auch das immer ist so noch. Wie wenn so ein Musiker runtergeht von der Bühne und dann hat er gemerkt, er hat noch was vergessen oder so. Und alle so, hey, eine Zugabe. Und also, nee, ich nehme nur mein Mikro. Tschüss. Meine Gitarre lag hier noch. Sorry. Ach Mann. Voll in ihrer Pause. Also, versteht mich nicht falsch. Sie kann ja von mir aus machen, was sie möchte. Sie kann auch gern live gehen. Aber erstmal ein Statement zu posten, wo sie ganz groß ankündigt, keine Content-Creatorin mehr zu sein und dann einen Monat später den nächsten Stream zu machen, weil es langweilig geworden ist, das finde ich schon etwas weird. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wo fange ich bei ihrem Stream eigentlich an? Annie ist nämlich auf einige Fragen eingegangen, bei weitem nicht auf alle. Und ich habe von Real einfach jeden einzelnen Twitch-Clip gesehen, da kein VOD mehr online ist. Und da gab es wirklich alle möglichen Ausschnitte. Ich würde erstmal damit anfangen, was Annie eigentlich in der Zwischenzeit so gemacht hat. Also, was waren eigentlich die Tagesbeschäftigungen und hat sie sich wirklich Hilfe gesucht? Zu den Was denkst du, waren ihre Tagesbeschäftigungen? Katze streicheln, glaube ich. Und die Scheiße wegwischen, die Katze in der Wohnung hinterlassen hat. Stimmt, da gab's ja noch genug Aufräumbedarf auf jeden Fall. Gut, dass jemand Zeit dafür hatte. Beschäftigungen sagte sie folgendes. Achtung! Wer weiß. Das würde zu einer Katzenfrau passen, ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist ein guter Stillframe. Bisschen Geist frei bekommen. Ja, ich mache immer die besten Frames. Kleine Triggerwarnung. Für einige könnte das, was sie jetzt beschreibt, das chilligste Leben EU West sein. Weil ich einfach nicht so gut schlafen kann. Ich bin meistens so ab 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens wach. Und dann beschäftige ich mich irgendwie
Hörbuch oder so, bis meine Mom wach ist. Dann frühstücken wir zusammen und dann machen wir einfach, also aktuell bin ich viel am einfach zu Hause am Aufräumen und den Umzug am Vorbereiten. Wie verbringst du momentan dann? Sie zieht schon wieder um. Hey, wohin? Also sie ist dafür bekannt, einfach gefühlt jeden Monat umzuziehen. Und jetzt, also wirklich, das ist ja so ein Meme mittlerweile. Junge, wie oft willst du noch umziehen? Junge, jetzt zieht sie höchstwahrscheinlich wegen der Katze in einen Sultanpalast mittlerweile. Meinte sie auch, sie zieht sich um und gesagt, heute Morgen habe ich mich schon wieder umgezogen. Ah. Nein, also sie hat ja auch, glaube ich, in dem Statement gesagt, dass er auch wegen ihrer Katze in irgendwie eine 200 Quadratmeter Wohnung gezogen ist. Wegen der Katze. Sie hat auch gesagt, sie hat zwei Katzen, die töten sich halb. Ja. Die Lösung ist, ich hole mir noch eine. Das war aber auch, du hättest auch eine von beiden wegtun können, aber nee, sie will ja beide knuddeln. Also wenn dann eine stirbt dabei, dann ist es halt traurig, aber sie will schon beide manchmal abwechselnd kuscheln. Ja, ist halt ärgerlich, stimmt schon. Hol mal noch eine dritte und dann machen wir einen Royal Rumble draus. Ja. Meine Zeit. Ich gucke richtig viel EM. Ich habe jedes Danke, Spiel gesehen. Danke, Tabi. Das ist ganz cool. Danke, ich habe viel Besuch, meine Familie ist da, Freunde kommen mich besuchen. Das hört sich ja schrecklich an. Gut. Ja gut, kommt drauf an, wenn du gesund bist, dann hört sich das super an, aber wenn du psychische Krankheiten hast, dann kann dir auch alles Spaßige keinen Spaß mehr haben. Es gab ja auch viele Hollywood-Promis wie Robin Williams und Chester Bennington und so. Da kannst du ja auch sagen, ey, die haben alles, die haben Geld, Kontakte, alles geil, aber sind ja trotzdem nicht glücklich. Aber würdest du nicht sagen, also es... Chester Bennington. Aber würdest du nicht sagen, selbst wenn man Depressionen hat, so Menschen mit Zeit mit Menschen verbringen, die man liebt, ist nicht immer trotzdem irgendwie ein Plus fürs Leben? Das also selbst wenn man Depressionen hat, ist es besser als alleine zu sein. Hast du 13 Fragen mit Kathi Hummels gesehen über psychische Krankheiten? Hat die auch gesagt, ey, wenn ihr euch schlecht fühlt, einfach mal 2 Wochen Luxusurlaub, hat übelst entspannt, war voll gut. Nein, das hat sie nicht gesagt. Sie hat auf jeden Fall schon gesagt, also mit ihren Depressionen kommt sie besser klar, wenn sie halt öfter mal so teuren Urlaub macht. Ist halt auch also strong. Ein Tipp auch für euch, wenn ihr so Burnout habt, Depressionen oder so, einfach Leute. Richtig teure Urlaube buchen. Das ist eine gute Idee. Einfach mal 1-2 Monate auf Bali kurz mal Auszeit nehmen. Warum macht ihr das denn nicht? Ihr seid ja selber schuld an eurer Depression, wenn ihr das nicht regelmäßig macht. Ihre doch sehr starken und wirklich sehr schweren Beschäftigungstherapie ist sie nun mit mehreren Therapeuten in Kontakt. Sie selbst meinte, dass sie sich halt so extrem schnell mehrere Therapeuten holen konnte, weil sie sich das halt privat leisten. Kennen die Therapeuten sich oder geben die ihr vielleicht auch widersprüchliche Infos, was sie machen soll? Keine Ahnung, es ist schon weird, dass man 3 verschiedene Therapeuten hat, ne? Weil man muss ja alles 3-mal erzählen, also, oder? Ja, und du kannst auch zu 3 Ärzten gehen und 3 Diagnosen kriegen. Also vielleicht ist das gar nicht so die beste Idee, wenn du zu so vielen Therapeuten gehst und die dir alle was anderes empfehlen. Wobei, stell dir mal vor, du willst irgendwas Bestimmtes diagnostiziert bekommen. Damit du vielleicht im Internet sagen kannst, boah, ich hab das jetzt und so theoretisch. Dann könntest du, wenn du zu 3 gehst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer von dir zufällig das verschreibt, was du gerade möchtest. Ja, oder wenn 2 was sagen und der andere nicht, dann kannst du zu dem immer, nachdem der dir den Tipp gibt, sagen, die anderen 2 Therapeuten haben was anderes gesagt. Dann kannst du die so gegeneinander ausspielen. Das wäre auch smart, wenn halt 2 Stück sagen, ey, du solltest vielleicht die Finger von Alkohol lassen und der eine sagt, ab und zu trinken ist okay. Vielleicht dann trinkst du ab und zu. Vielleicht hat sie auch erst 2 Therapeuten und die haben sich aber immer gekratzt und in die Wohnung gepisst. Dann hat sie gesagt, ich brauche einen dritten Therapeuten. Ich brauche einen dritten Therapeuten, genau. diese Logik zieht sich durch ihr ganzes Leben vielleicht. Um einen Therapeuten zu kriegen, das ist nicht so leicht. Ein Privattherapeut. Nein, jetzt Spaß beiseite. An der Stelle muss man auch mal erwähnen, es ist gut, dass sie sich, satirisch und gut, aber es ist gut, dass sie sich Hilfe gesucht hat. Und sie wird auch noch erwähnen, ich habe was mitbekommen, dass sie, wenn man per Kasse oder so nach einem Therapeuten fragt, dauert das ewig, bis man einen bekommt. Und sie wenn hat jetzt, man reich ist halt nicht. Genau, sie das ist reich ist. Und hat jetzt privates Geld in die Hand genommen, um sich gleich 3 Therapeuten zu holen. Also das ist gut und das zeigt ja auch, dass sie sich verbessern möchte. Ich bin halt nicht sicher, ob 3 Therapeuten auch 3-mal so gut sind wie einer oder ob das vielleicht schlechter ist. Ja, ich habe gelernt, auch 3 dumme Menschen sind nicht so schlau wie ein Intelligenter. Ja. Sind nun mal leichter erreichbar. Also entweder ich warte 6 Monate auf einen Therapieplatz oder ich gebe Geld für einen privaten Therapeuten aus und dann mache ich lieber das, damit ich einfach irgendwie schnell Antworten und Hilfe kriege. Und deshalb hat sich Anni statt einen Therapeuten gleich 2 Therapeuten organisiert. Zusätzlich hat sie ja schon seit mehreren Jahren noch einen anderen Therapeuten und ja, zwischenzeitlich stand sie dann auch mal mit 3 bis... Fühlen sich Therapeuten eigentlich betrogen? Also wenn du so sagst, also denkst du, du kommst dann rein, wenn der andere Therapeut bemerkt, du hast noch 2 andere Therapeuten und dann macht er so... Nö, ich möchte heute nicht mit dir sprechen. Nö, ich bin beleidigt. Der Therapeut sagt, kannst du nächsten Dienstag? Und dann sagst du, nee, ich bin da bei meinem Therapeuten, also bei dem anderen Therapeuten. Ja. Das ist auch hart. Auf einmal hast du so eine richtige beleidigte Leberwurst, so als Therapeuten da halt sitzt. Ja, dann geh doch zu den anderen Therapeuten, wenn ihr das vielleicht nicht passt. Vielleicht macht sie auch einfach immer so einen Livestream mit einem Therapeuten und die anderen beiden Therapeuten müssen dann gucken, damit sie nicht mal alles doppelt erzählen muss. Stimmt. Was? Oder so lässt du Handy mit Sprachnachricht nebenbei laufen oder so. Dann müssen die...
nebenbei anhören. Viele Fragen kommen ja auf. Ich habe heute einen Kontakt. Wie geht es in Deutschland damit dann für dich mit Therapie weiter oder ist deine Therapeutin in Deutschland? Ist dies in Deutschland? Wir machen das online. Also ich habe ja aktuell. Dann macht sie das mit OBS Therapeuten. Einfach. Mhm. Also die eine kennt mich halt deutlich besser. Und ich habe gemerkt auch so, okay, die Therapeutin kennt mich echt gut und ich glaube, die mag mich. Ich glaube, das ist gar nicht gut. deswegen habe ich mir dann noch eine andere geholt. Was? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also die eine Therapeutin mag sie sehr gerne, also so auf Liebesbasis so, nach dem Motto, okay, nicht, dass sie sich in mich verknallt. Ich hole mir jetzt noch einen anderen Therapeuten, der sich nicht in mich verknallt. Oder was? Hä? Okay. Ich hätte eine Marktlücke. Asexuelle Therapeuten. Das wäre strong. Deswegen habe ich dann noch eine andere geholt. Warum? Die mag mich. Ich glaube, das ist gar nicht gut. deswegen habe ich mir dann noch eine andere geholt. Eine Person, die mich mag. Das kommt gar nicht in Frage. Hat sie nicht über so eine... über Eva, glaube ich, hat sie doch auch gesagt, Eva wollte was von ihr und sie wollte aber nicht. Und Eva hat gesagt, hey, warte mal, war genau andersrum. Vielleicht ist es beim Therapeuten ja auch so. Vielleicht hat sie sich ja auch an die Therapeutin rangemacht und ist nicht klargekommen, dass sie gesagt hat, Anni, das ist eine professionelle Beziehung hier. Ich möchte bitte nicht. Und dann ist sie so, Anni... Du bist eh nicht in meiner Liga. Eigentlich wolltest du was von mir. Also ich bin mir relativ sicher, wenn wir den nächsten Skandal von ihr haben, dann melden sich auch die Therapeuten im YouTube-Video. Und sagen, ich bin die Alle drei in einem Video. Gut. Wir müssen reden. Die mich nicht kennt und halt sehr negativ über mich erst gehört hat. Des Weiteren soll sie auch angeblich einen Therapeuten manipuliert haben, weshalb sie dann doch noch zu einem anderen gegangen ist. Was? Manipuliert habe? Also dachte ich mir, okay, ich suche mir jetzt noch eine frische und manipulierte Therapeutin. Was? Das klingt jetzt. Sie hat auch noch. Also, sie geht zum Therapeuten und sagt, ich brauche einen neuen, ich habe den kaputt gemacht. Ich habe den kaputt manipuliert. Okay. Wie geht denn sowas? Okay. Also, das ist ja. Also, ich finde es auf jeden Fall so, die Vorwürfe gegenüber ihr waren ja auch, dass sie Leute manipuliert hat. Jetzt also sagt sie, halt, sie hat auch ihren Therapeuten manipuliert. Sie braucht halt drei Therapeuten, weil einer hält das halt nicht aus. Die müssen sich abwechseln und die müssen sich dann dazwischen immer gegenseitig therapieren. Also, sie geht immer zu einem und die anderen therapieren sich gerade gegenseitig von der letzten Sitzung. John Gotti schreibt, der eine Therapeut cuttet jetzt ihre Videos zum Mindestlohn. So hat der manipuliert. Deswegen hat man zum Beispiel, wenn man ein Atom-U-Boot hat, dann, ja. Dann brauchst du drei, damit eins immer im Wasser ist und die anderen sind an Land und werden repariert und dann kannst du die so durchrotieren und so ist logisch. Bei ihr mit Therapeuten. Doof, aber keine Ahnung. Danke, Splitterschutzwespe, für deinen Sub 1. Küsschen, wenn ich mit jemand anderem sprechen muss, dann spreche ich mit jemand anderem. Hab mir dann extra jemanden gesucht, der erst den Beef und erst die andere Seite und erst den Hate mitbekommen hat. Und dann mit mir redet. Also, wie sie es schildert und das klingt, fühlt sich das so an, als wären die ganzen Therapeuten komplett im YouTube-Game und haben das alles. Sau stark. Junge, diese Umfragen sind immer so. Junge, ihr so ein Hetzer-Team, ihr scheiß Motti. Wie viele Therapeuten habt ihr? 1, 2, 3, nur Jay. Aber das ist so ein bisschen so ihre Lösung generell, auch wie bei Katzen. Ist so, irgendwas funktioniert nicht, ich kauf das nochmal. Auch mehr einfach. Der eine Therapeut geht nicht, ich nehme einfach noch einen oben drauf. So eine Kapitalistin, diese Ente. Alles mitbekommen. Der eine kannte Anni ohnehin schon gut und der andere kannte sich mit der ganzen Anni-Thematik schon richtig gut aus. Aber sie scheint tatsächlich momentan mit mehreren Therapeuten Kontakt zu haben und sich helfen zu lassen. Das ist ja schon mal gut. Das ist gut. Doch, ja. Die Frage ist, was kam jetzt bisher bei raus? Hat sie schon Erkenntnisse erlangen können? Und die Antwort ist... fast. Sie sprach nämlich über ihre Diagnosen und kam derzeit auf folgendes Ergebnis. Und keine Sorge, sie entschuldigt sich natürlich auch dafür, keine Borderlinerin zu sein. Hast du Borderline? Nein. Es tut mir leid. Ich wünsche... Nein, es tut mir leid. Entschuldigung, die Diagnose habe ich nicht. Es ist ja wirklich, es ist schon ehrenlos, darüber zu lachen, aber ey, wirklich, nein. Tut mir leid, habe ich nicht. Sorry. Ich weiß, ich enttäusche euch damit. Mit dem Stream hat sie sich wirklich keinen Gefallen getan. Ich könnte euch... eine Diagnose nennen, die ich habe, aber ich... Ich habe noch nicht genug Therapeuten, um das zu sagen. Tut mir leid. Die einzige, die ich aktuell habe, ist ADHS. Die einzig andere Diagnose, die im Raum steht, aber die habe ich noch nicht komplett durch, ist Autismus. Deswegen will ich das eigentlich gar nicht ansprechen. Aber sie hat das eigentlich doch nicht. Also diese Diagnose, die ich vielleicht irgendwann mal kriege, das könnte Autismus sein, aber ich habe die Diagnose eigentlich nicht. Nö, aber es ist halt so kurz davor, dass es vielleicht also rauskommen könnte. Aber es hat jemand gesagt, ne? Könnte sein, wer weiß. Vielleicht hast du das, wir müssen nochmal gucken. Ach Mann, ey. Ja, ist bei mir auch so. Ich habe auch diese ganzen Diagnosen, aber die sind halt noch nicht da, aber ich glaube, die kommen noch.
Ja. Ich habe schon vieles auch. Ich habe alle Mental Disorders, wirklich jede davon. Hast du auch Borderline oder leider nicht? Ja, kommt dann nächste Woche vielleicht. Es verzögert sich immer. Bei mir leider nicht. Ich bin dann noch dabei, das testen zu lassen. Bin kein Borderliner oder Psychopath oder was auch immer öffentlich im Diskurs stand, Narzisst und na. Bist du ein Narzisst? Nein. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es doch auch nicht. Aber ja, Ferndiagnosen sind ohnehin Quatsch und in binnen von einem Monat. Ja, also mit Narzissmus und Psychopathie und so ist ja auch schwierig, weil man immer denkt, so es gibt hier alle normalen Menschen und dann gibt es hier alle Narzissten, aber du kannst ja auch so Züge von etwas haben. Das ist ja ein Spektrum. Du kannst ein bisschen haben. Und ich glaube, also um uns mal nicht rauszunehmen, ich glaube, alle Leute, die großes Interesse daran haben, vor Kameras und auf Bühnen zu stehen, die haben immer mindestens so ein bisschen Narzissmus. Und das hört man oft, ne? Das übersteigert, aber so. Immerhin so ein bisschen, dass du denkst, wir setzen uns hier zu zweit oder stellen uns hier zu zweit in so ein Zimmer und reden in so ein Apparat. Hallo Welt, hier sind wir. Das ist schon, muss schon ein bisschen bescheuert für sein, oder? Aber wir tun das ja selbst aufopferungsvoll für die anderen. Also ich komme ja eigentlich nur online, damit Adorno mir eine Freude machen kann, damit er sich freut. Verstehst du? Also ich tue das ja nicht für mich. Also ich nehme ja die ganzen Subs so von euch nicht an, weil es mir gut tut. Es ist einfach ein schönes Geschenk zu geben, Leute. Deshalb komme ich online. Das ist wirklich die Funktion von Bettlern früher gewesen im Mittelalter. Ja. Dann konntest du dem so eine Dublone oder so geben und dann sagen, heute habe ich was Gutes gemacht. Ich bin ein geiler Typ. Richtig, ich habe dem was gegeben. Das ist das, was mich motiviert, weiterzumachen. Wenn mir zum Beispiel Adorno so eine Subbomb reinknallt, ne, oder der gute Zero, also die Nummer 1 oder sonst wer, ne, dass ich einfach denke, boah, ich habe was Gutes getan, der Mann lächelt jetzt. Ja. Das ist wirklich das. Wir sind so ein bisschen wie Wrestler, nur mit Reden. Aber wir opfern unseren Körper und unseren Geist für euch. Was meint ihr, wie bekloppt wir sind, wenn wir den ganzen Tag solche Videos gucken und dann abends im Bett liegen und dann sagt man, und Schatz, was hast du heute gemacht? Ich sage, Annie the Duck habe ich geguckt und kommentiert. Ich persönlich sehe mich auch als so eine Art Neuzeit-Robin Hood, muss ich auch ehrlich sagen. Nee, ich bin Neuzeit-John Cena eher. You can see me. So, weiter geht's. Kannst du definitiv noch nicht eine direkte Diagnose feststellen? Also ich denke, das dauert noch ein ganzes Stück länger. Sie meinte zusätzlich auch noch, dass sie alles wörtlich versteht und auch gefühlt alles wörtlich meint, was sie sagt. Und sie außerdem auch in den einen Moment extrem traurig sein kann, aber in dem anderen Moment direkt wieder lachen kann. Also da soll es scheinbar sehr starke Schwankungen geben. Sie ist dann auch auf folgenden Punkt in Bezug auf Reefed eingegangen. Reefed meinte ja, dass Annie ihr die Depression mehr oder weniger abgesprochen hat, beziehungsweise sie sich jetzt nicht so anstellen soll, weil schließlich lacht sie ja. Und dazu kam Anni zu folgender Erkenntnis. Also, wenn du mir erzählst, dass es dir nicht schlecht geht, dann bin ich eins von zwei Dingen, nämlich entweder, hey komm, ich helfe dir, wir kriegen das hin, das zu lösen und du willst eigentlich keine Lösung, du willst eigentlich nur drüber reden. Oder ich versuche irgendwie dich aufzuheitern mit, ach komm, so schlimm ist das doch gar nicht, guck mal, mach doch das und das oder schau mal so und so. Und das ist, glaube ich, echt kacke. Das war das, was kritisiert wurde, weil sie so reagiert hat nach dem Motto, als die andere Blut gehustet hat, ne? Aber das weiß man ja auch nach wie vor nicht. Das ist ja so dieses Beziehungsding und hinterher erzählen die dann, ja, übrigens vor zwei Jahren in meiner Beziehung hat der das und das gesagt und der andere sagt, nein, so habe ich es doch nicht gemeint. Und wir sind irgendwelche Zuschauer, die sagen, okay, wir haben jetzt zwei Geschichten gehört. Die eine klingt vielleicht plausibler als die andere, vielleicht stimmen beide nicht, man weiß es ja nicht. Ja, schon auch wieder. Das Problem halt bei ihr. Haben wir alles nicht gesehen eigentlich. Stimmt, aber das Problem war bei ihrem Statement, dass sie ja so ziemlich jeder Person komplett widersprochen hat. Also es war ja jetzt nicht nur ein Fall, es waren ja so mehrere Fälle und bei allen hatte sie irgendwie eine alternative Story und das war alles nicht so schlimm. Und wenn aber man es gibt ja immer noch die Option, dass bei allen die Wahrheit irgendwo in der Mitte ist und keiner so richtig 100% alles so erzählt hat, wie es war. Safe, aber ich würde sagen, wenn halt 12 Leute ein klares Bild erzählen, so was so in so eine Richtung geht, dann wird die Wahrheit wahrscheinlich nicht genau in der Mitte sein, sondern dann irgendwann geht man davon aus, oh, vielleicht hat sie einfach eine bisschen falsche Wahrnehmung auf viele Dinge. Die anderen haben vielleicht so 90% richtig erzählt. Und lass es nur 80 sein, ne? Aber ne, gibt ja durchaus Leute, die haben in gewissen Bereichen eine gewisse Wahrnehmungsstörung, wie Matt Outler schreibt. Danke, Galaxy Gamer, für ein Sub im 5. fortlaufenden Monat. Fettes Ahu in den Chat für den Ehrenmann. Und deswegen, da habe ich jetzt einfach gelernt, wie ich mit solchen Situationen besser umgehen kann und so. Na, das ist doch ganz toll. Also das zum Thema Therapie und was sie daraus bisher gelernt hat. Ich persönlich finde das alles aber immer noch viel zu früh dafür, dass die Anschuldigungen erst einen Monat alt sind. Ich meine, laut den ganzen Vorwürfen soll sie sogar Leute bei dem größten Quatsch... Ich habe da reingeklickt. Also wenn er sagt, ein Monat ist zu früh, wie lange muss die wegbleiben, bis sie wiederkommen darf? Also ein Monat und zwei Tage. Also es gibt ja kein Urteil oder so. Also sagt ja jetzt keiner, du hast jetzt zwei Monate Streamverbot, klock, klock, sondern
Die Gesellschaft sagt einfach, ja, irgendwie fühlt sich das jetzt zu früh an. Oder Alpha Kevin sagt das, aber was wäre denn, wenn die jetzt in 3 Monaten zurückkommen? Wäre dann immer noch zu früh? Wäre dann okay? Also, weiß ja keiner, oder? Das ist. Gibt ja keinen Strafenkatalog oder so. Das ist die Frage, wo zieht man da die Grenze? Aber ich denke, viele Leute denken sich, wenn man halt groß abgesagt hat, ich werde mir jetzt eine Streaming-Auszeit nehmen. Das, also da hatten wir Leute gedacht, so mehrere Monate, aber jetzt nicht nach einem Monat, so nach 30 Tagen ist man dann wieder da. So, weißt du, das kommt mir auch relativ früh rüber, dafür, dass der Shitstorm halt so groß war. Ne, also, Social Media geht aber alles ein bisschen schneller einfach. Ne? Ja, safe, aber man orientiert sich dann halt auch so an anderen Leuten. Ne? Andere Leute, die so einen Riesenskandal haben, die sind teilweise mehrere Monate weg und sie nach 30 Tagen kommst du dann wieder da, fuck it, ich bin wieder am Start. Ja, aber Andi, ich bin 10 Monate zu früh, 11 wären gut. Ja, 11 Monate wegen der Hetzkampagne. Ich habe jetzt 11 fucking Monate habe ich Urlaub gemacht, hier bin ich wieder. Ich habe an mir gearbeitet, los geht's. Wirklich. Die anderen Leute haben halt auch weniger Therapeuten, deswegen dauert es ein bisschen länger. Wir hatten Therapeuten für April, für Juni, Juli. Wir haben und hinter den Rücken gelästert haben. Darauf ist sie aber so ziemlich gar nicht eingegangen. Zumindest konnte ich dazu nichts finden. Generell hat sie sich auch nur ganz wenig auf spezifische Situationen bezogen. Was ich tatsächlich etwas schade fand, weil das waren ja gerade die Dinge, die man, wenn dann, wissen wollte. Es ging auch in diesem Stream wirklich fast ausnahmslos um Anni, ihre Gefühle, wie es ihr geht. Und sie meinte zusätzlich noch, dass sie sich ja bessern möchte. Was fühlst du an dir verbessern? Ich finde, er wirkt so ein bisschen wie so ein moderner Buchkritiker. Das ist, ich stelle mir gerade vor, wie früher so Marcel Reich-Ranitzky oder so stand mit einem Buch und dann hat er da gesagt, ihr bleibt dieses und jenes schuldig und, ne, oder kennst du Karasek und so, ne, diese ganzen Leute, die früher immer so... Karasek, wer ist das? Helmut Karasek, kennst du nicht? Chat, kennt ihr... Damals? Kennt ihr Helmut Karaset 1 in Chat? Nö, auch nicht. Auch nicht? Ne? Das war der Typ, der damals den Fernsehpreis nicht angenommen hat. Ach, ich nehme diesen, doch, den, okay, doch. Ja, das ist so intellektuell. Ich nehme diesen Preis Bücher nicht vorgestellt an. Und dann hat er gesagt, hier in diesem Sachbuch, das ist scheiße, weil die hat das und das nicht gesagt. Und Alpha Kevin ist so ein bisschen sowas in neu. Er macht so Videos und macht dahinter so eine Rezension und zerreißt das und sagt, das ist intellektuell völlig schlechte Literatur. Das ist nicht okay, was die da gemacht hat. Das ist halt unser intellektueller Alpha Kevin. Wollen wir uns übrigens mal hinsetzen vielleicht? Nimm dir da mal den Stuhl. Dann können wir. Okay, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen runterfahren hier. Wenn Anni the Duck eine Autorin wäre, wenn man jetzt diese Analogie weiterzieht, welche wäre die? Oder welcher? Ich will auf jeden Fall ein Mensch werden, der. Ich will ein Mensch werden. Ich will auf jeden Fall ein Mensch werden. Will ein Mensch werden wieder, okay. Sich mehr Zeit nehmen für seine Freunde. Ich habe wirklich geisteskrank viel gearbeitet. Das ist Alpha. Jungs, was ist das? Was für eine Macherin. Also wirklich, richtiger Workaholic. Ich finde, da hat sie sich auch diese Auszeit mal verdient gehabt. Aber ich denke, jetzt nach der Pause sollte sie schon wieder richtig loslegen. Sie ist aber natürlich nicht nur auf das ganze Therapiethema eingegangen, sondern auch auf diese Katzen-Tierquälerei-Vorwürfe. Für die Leute, die das nicht mehr ganz so in Erinnerung haben, Anni soll beispielsweise ihre Wohnung verdreckt hinterlassen haben, weshalb ihre Freundin sich um die Katzen in ihrer Wohnung kümmern sollte. Diese wollte sich dann aber nicht mehr um die Katzen kümmern, weil die Wohnung so unfassbar schlecht aussah. Also es war kein... Die ist halt ein Rockstar, das machen die, oder? Ja, das eine verwüstete, kaputte Wohnung liegen und gehen in die nächste. Ist doch... Das gehört so zum guten Namen auch dazu, ein Stück weit, ja, definitiv. Guter Zustand und Reeft hat auch Anni vorgeworfen, dass die Katzen sich untereinander so extrem schlecht verstanden haben, dass die eine ständig in Panik lebte, weil sie auch körperlich angegriffen wurde. Also von der anderen Katze versteht sich von selbst. Anni reagierte so auf diese Vorwürfe. Ich habe auch meine Katzen nicht schlecht behandelt. Tut mir leid, Leute, das ist nicht passiert. Die Katzen haben sich gestritten und ich habe wirklich bei Gott mit jedem Tierarzt, Tiertherapeuten, Tierexperten, die mit zu Hause gewesen. Auch da hatte sie ganz, ganz viele Tierexperten, Tiermeinungen, 3 Therapeuten für jede der 3 Katzen. Aber so weiß, ich weiß, auch, Therapeuten oder Tierärzte würden dir nicht empfehlen, dass du einfach 2 irgendwelche erwachsenen Katzen nimmst und die zusammensetzt. Ja. Man sagt eigentlich immer, wenn die Katzen sich von klein auf kennen, dann funktionieren die oft miteinander. Ja. Bestimmte Katzensorten funktionieren auch besser. Mhm. Oder ja halt Geschwisterkatzen oder so, das funktioniert ja auch. Warum kennst du dich damit aus? Du hast doch gar keine Katzen. Meine Ex-Freundin hatten Katzen. Deine Ex-Freundin war eine Katze. Und hat immer sich mit so einer anderen Katze geschlagen. Und okay, gut, praktisch. Hat er auch mit Koffer nach ihr geworfen? Ja, stark. Nein, das machst du dann. Wenn du jetzt so 4 Jahre alte Katzen hast, so 2, und die kennen sich noch gar nicht und du packst sie einfach in eine Wohnung, dann geht das selten gut. Also du solltest, wenn du Katzen haben willst, solltest du dir von vornherein
zwei Geschwister holen, die kennen sich dann schon und die kommen klar miteinander. Okay, alles klar. Ja, ich mache das wie bei meinen Freundinnen, da hole ich mir auch immer Geschwister. Ja. Das lohnt sich halt mehr. Die kommen dann gut miteinander klar und man hat halt doppelt Spaß. Eine Gelegenheit mit so vielen Leuten. Die schlagen sich sonst halt auch immer, ne? Und man hat halt, das ist immer ein Problem, was unterschätzt ist. Wenn du dir zwei Freundinnen hast, im Prinzip, die unterschiedliche Elternhäuser haben, dann hast du mehrere Schwiegerväter, was schiefgehen kann. Wenn du dir Zwillinge holst, die haben nur einen, dann hast du nur einen Schwiegervater. Hast du also schon alle Termine, deren Familie zu treffen und so. Ne? Richtig, das macht halt gar keinen Sinn. Deshalb empfehle ich Leute, wenn ihr monogam legt, dann immer eineiige Zwillinge oder halt irgendwie Geschwister. Es lohnt sich halt, wirklich. Ne? Glaubt an die Tipps von Sex-Schamane Jay Riddle. Leuten gesprochen, ich habe wirklich alles versucht, damit es den Katzen besser geht. Ich habe meine Katzen wirklich gut behandelt. Ich habe wirklich sehr viel... Ich habe alles versucht, Koffer. mit den Katzen. Denen geht's gut. Die streiten auch nicht mehr. Ich verstehe, dass wenn Leute öffentlich behaupten, dass ich meine Katzen nicht gut behandle, dass man das gerne glauben möchte. Ich behandle meine Katzen wirklich gut. Ich kümmere mich gut um die Katzen. Es gibt halt niemanden, der ein Haustier hat und sagt, ich behandle das scheiße. Nein, safe. Jeder, egal wie der das behandelt, wird sagen, nee, ich mach das gut. Aber ich bin ein guter Katzenhunde, was auch immer, Halter. Ich mach das immer richtig toll. Safe, aber ich muss auch wirklich sagen, also ich glaube auch, dass sie ihre Katzen über alles liebt und dass sie auch alles für die Katzen tut. Also ich muss sagen, also ich glaube ihr das und ich bin auch fest überzeugt, dass es so ist. Ich glaube halt auch, weil sie eine andere Wahrnehmung hat und weil sie eben diese Trennungsängste hat, von ihren Katzen wegzukommen, hat sie einfach sehr, sehr vieles falsch gemacht. Ne, natürlich nicht bewusst, aber das muss sie sich jetzt langsam eingestehen, dass sie da Fehler gemacht hat, dass es nicht okay ist, die Katzen zu behalten, wenn die sich kaputt kratzen gegenseitig. Die eine hat fast das Augenlicht verloren oder sonst was. Das ist ja das Problem. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass sie die schlecht behandelt hat, weil es da damals ein YouTube-Video gab, wo sie halt mit der Katze Spaß gemacht hat. Natürlich ist das nicht schön. Das Internet rastet bei sowas aus, logischerweise. Aber ich glaube auch, dass sie die Katze gut behandelt. Aber Selbstwahrnehmung ist halt sehr flexibel. Auch. Du findest doch keine Leute, die sagen, dass sie schlechte Eltern sind. Du findest nicht mal Leute, die sagen, dass sie böse Menschen sind. Selbst Mörder, die werden dir dann sagen, ja, sonst bin ich eigentlich ein guter Typ. Ne? Das stimmt. Einmal vielleicht einen Ausfall gehabt, aber... Ich bin ein klasse Kerl. Du findest kaum Leute, die sagen, ja, ich bin schon ein böser Mensch, ich behandle andere einfach schlecht. Das gibt es selten. Selten, ja. Außer Jay Riddle. Außer ich, das reine Böse. So. Ist das nicht trotzdem etwas viel Mutmaßung von dir? Inwiefern meinst du das, Späling? Der mehr von mir gesehen hat, als das, was andere Menschen über meine Katzen behaupten. Kriegt das auch mit. Gut, ich war natürlich nicht dabei, deswegen kann ich dazu relativ wenig sagen. Ich hoffe natürlich auch, dass es den Katzen mittlerweile sehr gut geht. Was ich aber dennoch merkwürdig finde, ist, dass halt mehrere Menschen unabhängig voneinander behauptet haben, dass es den Katzen jetzt nicht so gut ging in der Zeit. Ein weiterer Punkt war zusätzlich noch die ganze Mitarbeiter-Thematik. Und aber war die wirklich unabhängig voneinander? Wie? Waren das nicht Leute im Internet, die Videos gemacht haben und vorher das Video vom anderen geguckt haben? Also nur so halb unabhängig voneinander, oder? Ja, okay, aber, also aber das war wirklich... Ihr habt gesagt, die ist kacke und das sagt der auch. Und dann haben sich ganz viele eingeschaltet, die gesagt haben, ja, ich kenne die auch, ich finde die auch scheiße, aber die haben ja alle sich aufeinander bezogen. Also gar nicht so ganz unabhängig, oder? Teilweise, also es waren welche, die kannten sich, also Reef und Mauki hatten, glaube ich, nie so krass viel miteinander zu tun, ne? Dann hat sich Hand of Blood ganz random gemeldet, der meinte, der kann vieles davon nachvollziehen, er hat ähnliche Erfahrungen gemacht, dann hatte sich Rezo hatte dann auch sich gemeldet und ein bisschen aus seinen Erfahrungen geplaudert, das auch ähnlich war, aber der war so sehr defensiv, der hat so den Erwachsenen raushängen lassen und irgendwelche Leute hatten sich noch gemeldet, ne? Da gab es auch welche Leute, die waren ganz, ganz lächerlich. Lenny hat sich gemeldet, dann haben sich... Lenny hat sich doch auch gemeldet und gesagt, ich kenne wen, der kennt die. Genau. Der kannte die gar nicht selber, der hat gesagt, mir wurde erzählt, ich kenne eine, die kennt die auch. True. Das war so, warum? Stimmt, aber dann haben sich auch halt Mitarbeiter von ihr gemeldet oder ehemalige Mitarbeiter, was natürlich auch nichts heißen muss, ehemalige Mitarbeiter sind immer angepisst irgendwie, ne? Aber das waren auch die ein oder andere harte Story dabei, so, ne? Also, hast du auch manchmal Schiss, dass irgendeine Ex-Freundin nochmal kommt und so ein Video macht und sagt, ich war mal mit Jay Riddle zusammen und das ist schon ein Wichser und vielleicht macht, oder das macht irgend so eine Frau und du denkst, ich kenne die gar nicht, aber wie soll ich denn den Leuten jetzt beweisen, dass ich nicht mit der zusammen war, wer ist die eigentlich? Na, da gibt's einen guten Trick gegen, also entweder du ermordest deine Ex-Freunde, anstatt Schluss zu machen, oder aber du verkaufst sie irgendwie ins Ausland vorher halt. Ne? Dann machst du halt meistens so, also ne, du sagst dann quasi, komm, wir machen Urlaub in Afrika und dann lässt du sie einfach da. Ja, oder nur Freundinnen holen, die nicht gut Deutsch sprechen, weil wenn die dann ein Statement machen, dann versteht das keiner, was sie da sagen. Das hat auch ein Profi-Tipp auf jeden Fall.
Das ist relativ spannend. Hier schilderte sie nämlich, dass sie ihre ganzen Mitarbeiter entlassen habe und diese so gut es ging vermittelte, damit die halt ihren Job nicht verlieren. Was mit den Mitarbeitern passiert? Die mussten leider alle entlassen werden. Habe ich versucht, so gut ich konnte, weiter zu vermitteln. Einige von denen haben schon neue Jobs gefunden. Die mussten leider alle entlassen werden. Ich hab jetzt die heimgegeben. Herrlich, die mussten leider alle entlassen werden. Das ist auch geil, wie passiv so. Die mussten entlassen werden. Ja. Das ist nicht so, als wäre das einfach passiert. Ja, ich verstehe, also ich verstehe den Gedankengang dahinter, weil sie ja jetzt ihren Beruf nicht ausüben kann. Ja. Für ganze 30 Tage, bis jetzt wieder anfängt. Ne, dann, also kann er nicht sagen, dann musste ich die entlassen. Nee, die muss leider entlassen werden. Von irgendwem. Das ist ärgerlich. Daraufhin meldete sich dann kurz darauf ein Ex-Mitarbeiter auf Twitter und schrieb, Annie war immer sehr nett und die Arbeit mit ihr war echt super, doch weitervermittelt ist nicht passiert. Guck mal, hier haben wir wen. Elderberry Diaries schreibt, meine Freundin, die für Annie gearbeitet hat und die im Video von Lenny angesprochen wurde, hat wirklich viel Mist bei Annie erlebt. Okay. Nee, ich fand nur die Konstellation. Ich hoffe, du glaubst es endlich. Jetzt, wo irgendwer random das im Chat gesagt hat. Ich hoffe, also wenn wir nicht an Elderberry Diaries glauben, an wen denn sonst noch? Das ist unser moralischer Kompass im Leben. Also mein Freund ist einer der drei Therapeuten von Annie the Duck und sagt was anderes. Ja, richtig. Nee, ich fand es halt nur komisch, dass so erst kommen so, Gnu kam ja auch noch, das kamen so drei Gnu Leute, auch noch, ja, stimmt. Selber privat mit ihr zu tun hatten. Und dann kommt noch so ein Dritter und sagt, ja, ich kenne wen, der kennt die. Und es ist so, okay, du kommst irgendwie so voll von der Seite. Ja. Meine Güte, Kirschblüte 97, die Ehrenfrau, probiert seit 5 Minuten zu spenden. Die arme Frau. Kirschblüte. Du musst hier nichts dalassen, aber wenn du es tust, wir glauben an dich. Du kriegst das schon hin. Vielleicht mit dem Mausrad. Mal gucken. Wir glauben an dich, Kirschblüte. Komm, alle mal. Feuern jetzt im Chat. Kirschblüte. Man wurde ohne Kündigungsfrist fallen gelassen, während kein Wort von Annie selbst gesagt wurde. Ja, also ich sag mal so, das mit dieser Manipulation ist jetzt nicht so gut gealtert, wenn das alles hier gerade so stimmen sollte. Und wichtig ist natürlich auch, nach den ganzen Vorwürfen und Schuldeingeständnissen im Statement über die fehlenden Werbepartner zu sprechen, denn dadurch kann sie jetzt halt ihren Beruf nicht mehr ausleben. Wie ist mit deinen Partnern ausgegangen, Sonja etc.? Ich habe keine Jobs mehr. Das ist alles. Und auch wenn sie in diesem Stream knapp 2000 Euro und über 11.000 Zuschauer im Schnitt hatte, ich musste leider entlassen werden. Meint sie, dass sie ihren Job halt einfach leider nicht mehr ausleben kann? Also, das war es anscheinend wirklich. Wie, nur 2000 ist gar nichts? 2000 Euro in einem Stream? Hä? Willst du streamen für 2000 Euro? Das ist ja peinlich. Würde sich halt gar nicht rentieren so. Also, wir Streamer, wir sind schon was Besseres. 2 Stunden unserer Zeit sind schon mindestens 3000 Euro. Aber ich überlege gerade, wenn sie 1000 Subs bekommen hat, sind das doch 300 Euro. Also sind fast, ja, müssten doch 3000 Euro sein. Na, kommt drauf an, was für ein Share die hat. Ja, stimmt. Vielleicht hat die ein bisschen besseren Partner Plus oder sowas, mindestens. Dann kriegst du ja 70% ab. Weiß nicht, ich glaube, sie hat hier gar keinen Share. Sie hat ja einfach irgendwie so eine Decke. Ja, glaube auch. Naja, aber du musst ja auch bedenken, die war ja einen Monat nicht da. Da sind ja auch ganz viele Subs von der Zeit dazwischen, die einfach danach erst angezeigt werden. Wenn du mal eine Woche streamst oder so, dann sind ja auch mehr Subs, als wenn du jeden Tag streamst. Können aber auch sein. Die sind jetzt ja für einen Monat ab, die Leute, ne? Ja, gut, das kannst du jetzt nicht einfach so addieren, dass du sagst, ein Tag 1000 Euro, wenn die jetzt einfach jeden Tag streamt, dann sind es 30.000. Ja, stimmt. So kannst du ja nicht rechnen. Definitiv, das kann man nicht hochrechnen, das stimmt. Trotzdem war ein guter Stream, ja? War ein gutes Stream. Blauer Chiller, Dankeschön für den Stufe 1 Sub. Schön, dass du da bist, mein Freund. Fettes Ahu in den Chat. Ahu. Ahu. Welche beruflichen Folgen gibt es? Ich kann meinen Job nicht mehr machen. Also, das natürlich. Ist durch. Ja. Natürlich kannst du den machen. Ja, das ist so, es kommt auf deine Ansprüche an. Ja, klar. Also, wenn sie jetzt sagt, also unter 50.000 Euro im Monat mit tausenden Placements kann ich nicht leben, weil die 10 Wohnungen, wo die Katzen jeweils eine von haben, das kann ich sonst nicht finanzieren. Ja gut, das stimmt. Aber das wäre ja in ihrem Kopf dann wahrscheinlich ein sozialer Abstieg. Ein beruflicher und sozialer Abstieg. Und dann braucht sie wieder 3 Therapeuten. Das ist ein Teufelskreis. Ja gut, wenn sie jetzt mehrere Privattherapeuten und alles bezahlen muss, dann geht das vielleicht wirklich nicht. Aber so ein normales Leben kannst du mit ihrer Reichweite easy leben, selbst wenn du kein einziges Statement machst. 100. Einfach alleine mit den YouTube-Werbeeinnahmen, mit den Klickzahlen kannst du easy eine Wohnung und alle Lebenskosten decken. Gar kein Problem. Ja, keine Ahnung, es ist ein bisschen überdramatisch, sie kann ihren Job nicht ausführen, ne? Aber keine Ahnung, vielleicht ist sie ja so getriggert im Kopf, dass sie so psychisch das nicht ausführen kann. Und das ist halt die Frage, warum sie jetzt einen Stream macht. Ja, sie sitzt da und der Chat ärgert sie, das ist es vielleicht, ne? Keine Ahnung, wo? Dabei. Wobei ich glaube, der Chat war größtenteils nett auch, so.
Erstmal, Moment, Tabby the Tap Tapsen, Dankeschön für 5 verschenkte Subs, du Ehrenfrau, schön, dass du da bist. Küsschen zurück natürlich, selbstverständlich. So, gib ihr auch einen Kuss. Danke. Noch ein Kuss. Nur hetero. Gut. Sie verdient das. Donkey Schote, danke für den Stufe 2 Sub. Absoluter Ehrenmann. Dankeschön. Das spricht dagegen, weiter zu streamen. Kirschblüte hat es übrigens geschafft. Kirschblüte, danke für 150 Bits. Und bitte lese es vor, was sie geschrieben hat. Ich bin der Beste, ja. Kirschblüte ist der Beste. Die Beste, wer auch immer das ist. Hast du, Vince McMahon war, glaube ich, letztes Jahr. Hast du mitbekommen, der hatte auch einen Skandal. Ja, safe. Der hatte ganz, ganz viele krasse Skandale. Du meinst das mit der Kacke? Ja. Oh, Digga, das ist... Wollen wir das hier jetzt wirklich auf den Tisch holen? Ja, mach. Na komm, du. Also Vince McMahon, der alte Mann, der eben eingeblendet wurde, ist der Chef von WWE. Ja, von Wrestling, kennt man, ne? Ja. Und es gab einen Wrestler namens Brock Lesnar. Und es gab eine Frau, die bei WWE gearbeitet hat, aber nicht als Wrestlerin. Und das war wohl eine, die mit Vince McMahon und Wrestlern gebumst haben soll. Also er hat die wirklich nur angestellt dafür, dass sie alle von denen bumst. Und irgendwann haben die wohl einen Dreier gemacht, Brock Lesnar und Vince McMahon und diese Frau. Und er soll dieser Frau auf den Kopf gekackt haben und dann rausgegangen sein, während sie mit Brock Lesnar weitergebumst hat. Und das hat sie dann öffentlich gemacht, letztes Jahr oder dieses Jahr. Und man denkt so, was ist mit diesen Leuten? Das aber sie hat ja nicht Geld ausdenken. Bekommen. Aber sie hat ja, Geld also, bekommen. Ja, das ist ja auch nicht wenig auch, ne? Nee, mindestens 1000 Subs für einmal auf den Kopf kacken lassen. Das hat sich gelohnt. Also. Und ich finde die Kommentare auch super. Xfox schreibt, absolut Base der Mann. Ja, also jetzt mal ernsthaft. Ehrenmänner. Eins ja, in Chat. King-Shaming, aber ich finde schon ein bisschen komisch. Eins in Chat, wer das auch schon gemacht hat. Das macht man halt mal so, ne? Auf dem Gläschen Bier oder so. Ne, das eins, ne? No King-Shaming an der Stelle. So, weiter geht's. Ich glaube, ich das möchte. Oder kann. Also, sie kommt nach gerade einmal einem Monat zurück auf Twitch. Sie sagt, ihr ist langweilig, sie braucht wieder einen Alltag, sie muss sich da wieder zurückfinden. Und dann sagt sie, sie weiß nicht, ob sie noch streamen möchte. Hä? Muss ich jetzt die Logik verstehen? Also wenn es einem nicht so gut geht, man so einen Skandal hinter sich hatte und man sich zurückziehen möchte, dann ist jetzt nicht das Erste, was ich tue, nach kurzer Zeit plötzlich den Stream wieder anzuwerfen und dann darüber zu reden, dass ich eigentlich nicht streamen kann. Es ergibt keinen Sinn. Das hier sieht mir, auch wenn ich das ungern sag, aber es sieht mir einfach komplett nach Heulen aus, um Mitleid zu bekommen. Und holy shit, wie der Chat hier alles vergessen hat und ihr in gefühlt jeder Situation Zuspruch gab, da tat mir wirklich alles weh. Ohne Scheiß, die Zuschauer, die haben nahezu pausenlos sowas hier geschrieben. Anni, lass dir nichts einreden. Da, du, was da oben verlinkt ist. Der große Skandal. Der das im Video gemacht, hab ich ja schon gesagt. Anni, lass dir nichts einreden, du bist perfekt, so wie du bist. Hm, ja, gut. Hast du das erzählt? Was denn? Hab ich erzählt? Was? Guck mal, die 500 Bits da, was da für eine Nachricht dabei ist. Und 500 für Im, du bezahlst ihm den nächsten Döner. Wir hatten doch gerade erst Döner, verdammt nochmal. Hast du dem das erzählt? Ich hab's dem Hauptmann erzählt und der hat's wahrscheinlich Don erzählt. Wir waren gerade in der Dönerbude und da stand nur Barzahlung und ja. Ich habe halt immer nur meine Karte dabei und dann hast du mir eine Halloumi-Tasche ausgegeben. Achso, nee, die wussten nur, dass wir essen gehen, aber ja. Die wussten nicht, dass ich den Döner bezahlt habe. Aber ich habe die Getränke bezahlt, ich habe dir die Cola ausgegeben, das war ein bisschen billiger als... Nee, ist ja egal. Das ist absolut in Ordnung. Das sind Peanuts für uns. Heute nutze ich deine Fresse hier als Werbe. Du bist perfekt, so wie du bist. Und man kann es nicht jedem recht machen. Wir stehen hinter dir. Sepp! 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 Und neben diesen unfassbaren Lutsch-Kommentaren gab es dann noch Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie aufgrund der Lage die Hoffnung riechen, mit Anni vielleicht in Kontakt zu kommen oder ihr den Rücken zu stärken. Denn ich meine, Kontakt zu Anni in dieser schwierigen Situation... Ja, aber Anni in Chat zu schreiben und zu sagen, ich stehe hinter dir, Anni, und dann so Kontakt aufzubauen. Ne? Stimmt. Bonding, ne? So Influencer, wie nennt man das? Networking und so, ne? Das wäre halt strong gewesen. Jetzt ist sie schwach. Jetzt kannst du sagen... Also wenn sie dann in einem Jahr wieder klarkommt so und wieder beliebt ist, dann kannst du sagen, ey, guck mal, wer in der schweren Zeit bei dir war, ne? Imp und Jay. Imp und Jay Riddle. Die standen zu dir. Ja? Nur in einem Jahr. Merk dir das mal. Und im Jahr haben wir einen Skandal. Anni hat einen richtig guten Ruf wieder und so sagen, ey, kannst du uns wieder vielleicht bitte. In einem Jahr, mark my words, sitzen wir mit Anni the Duck im Stream. Und Katzen und Therapeuten und alles wird gut sein. Jon, ich denke, da könnte wirklich noch was draus entstehen. Da wird dann halt auch mal der ein oder andere Schmarotaler im Stream rübergeschoben. Orange Morange hat 200 Snaps rausgehauen. Junge, Orange Morange.
in der Hoffnung etwas investiert. Aufmerksamkeit vom großen Idol. Der hat den Plan einfach besser, was wir machen wollten. Smarter Typ, ey, scheiße. Zu bekommen. Und das ist alles so weit eskaliert. Er sagt da so, die hat in einem Stream 1000 Subs bekommen und ein Drittel davon war einfach Orange Morange alleine. Verdammt nochmal. Okay. Ach, Orange Morange. Sind Subs auf Madeira günstiger? Gute Frage, wer weiß das schon? Ja, dass sie am Ende des Streams über 1000 Subs hatte. Wirklich, also das ist komplett krank. Annie wurde Tierquälerei, Manipulation. Boah, warte mal, ich will nochmal gucken, wo... Hat er das nicht Krankheit vom großen Idol zu bekommen. Und das ist alles so weit eskaliert, dass sie am Ende des Streams über 1000 Subs... Wo war denn der Screenshot eben? Da, hier. Guck mal, sie hat ja gesagt, über 1000 Subs am Ende. Ja. Aber haben wir Hurensöhne heute im Chat? Guck mal, da sind halt Podcasts bei. Das sind so Orange Morange 200, darunter, wer, weiß nicht, wer das ist, hat auch 160, dann einer 60, 50, so. Das sind halt nicht 1000 Leute. Sondern da sind halt voll viele Leute dabei, die so große Subbomben reinschmeißen. Ja, klar. Ne? Also die sind auch noch alle, aber... Absolutchen. Für das erste Mal im Stream sein. Dankeschön, Lisa Michi, für 100 Bits und auch danke an den Sound, der gerade abgespielt wurde. Und ja, wir haben hier Hurensöhne im Chat. Alle Hurensöhne hier im Chat, gerne mal melden mit einer 1, dass ich Bescheid weiß, dass wir mal einmal durchzählen, wie viele Hurensöhne heute am Start sind. Ne, interessiert mich ja immer. Kampagnen mit dem Rücken andere vorgeworfen. Und die Zuschauer geben mir einen Monat später, nachdem das passiert ist, vollen Zuspruch und hauen... Tobias Huch schreibt auch. Nur Hurensöhne. Hurensöhne, auch gut. Ach, herrlich. So, Leute. Der deutsche Chuck Norris ist hier im Chat wieder. Aber das ist halt so eine Nummer, guck mal, Annie the Duck, die kennt halt wirklich jeder inzwischen. Ja. Fucking Martin Sonneborn hat ein Statement-Video gemacht, wo der gesagt hat, ich weiß eigentlich nicht, wer die ist, aber alle schreiben von der. Wirklich jeder in Deutschland hat das mitbekommen. Der hat das sogar parodiert, ne? Ja, und der kennt die aber gar nicht, ne? Aber also jeder hat das wirklich mitbekommen. Ihr komisches Statement-Ding, das hat direkt am ersten Tag doch irgendwie 3 Millionen Aufrufe. Und dann sagt er so, von 1000 Leute, die das geguckt haben, haben der einen Sub gegeben. So, das ist halt voll der kleine Teil eigentlich. You're safe. Und er ist aber, er geht so ein bisschen davon aus, dass er sagt, es ist doch eigentlich allen 83 Millionen Leuten in Deutschland klar, dass die blöd ist. Und trotzdem gibt es noch ein paar, die geben der was. Aber das sind, ey, das sind fast gar keine. So, das sind eigentlich, im Verhältnis nicht, im Verhältnis dazu, wie haben wir Hurensöhne heute im Chat? Es ist doch kaum jemand irgendwie, der... 1000 klingt viel, ne? Aber uns kennt halt zum Beispiel auch nicht jeder. Wir haben jetzt kein Video, was irgendwie Statement heißt und in einem Tag 3 Millionen Aufrufe kriegt oder so. Ja. Ne? Und sie hat halt auch übelst viele Leute, die sie scheiße finden. Und ich finde das jetzt gar nicht so verwunderlich, dass da halt viele Leute reinkommen und Geld da lassen. Ja. Irgendwie jeder kennt sie halt. Nein, also safe. Also es waren jetzt nicht 1000 verschiedene Leute, die da irgendwas dagelassen haben auch. Ne? Und selbst das wäre immer noch verschwindend gering, so, ne? Wenn man sich anguckt. Ne? Wie viele Zuschauer hatte sie in dem Stream? Ich glaube 7000 oder so. Na? Ja, aber also du, so ein paar Leute, die nicht deiner Meinung sind, hast du immer. Safe. Ja? Und dann sagst du immer, boah, das kann ja nicht wahr sein, dass irgendwie ein kleiner Bruchteil der Menschheit komisch ist, aber das hast du ja in jedem Bereich. Ja. Also kannst auch sagen, wir haben alle aus unserer Geschichte gelernt und dann siehst du immer noch so ein paar Leute und denkst, nee, nicht alle. Manche haben vielleicht nicht. Oh, ich liebe es, diese Tobias-Huchwitze. Tobias hat bis zur Unendlichkeit gezählt, 2-mal, Ehrenmann. Und er schreibt, Fun Fact, Martin Sonneborn macht kein Video über Pia. warum eigentlich nicht? Das wär's eigentlich mal, Tobias. Also Tobias, kannst du nicht mal mit ihm sprechen? Das ist irgendwie so ein ganz schmaler Grat, ne? Zwischen Annie the Duck und Shoyoka ist so die, also die sind sich schon ein bisschen ähnlich, oder? Das sage ich auch. Tobias Huf dreht keine Uhr, entscheidet, wie spät es ist. Ja. Das ist auch stark. Aber ach, Ehrenmann, ey. Ich bin ein Influencer, ne? Ich trage auch nie Nummer, weil ich habe ja keine Termine. Stimmt. So, weiter geht's. In den Rachen, was das Zeug hält. Wir leben hier wirklich in der dümmsten Zeit der Weltgeschichte. Korrekt. Also, das ist mir danach jetzt klar. Also, guck mal, ich habe ja gerade angesprochen, es gab die 40er in Deutschland. Also. Geworden. Skyros hat auch diesbezüglich tatsächlich einen guten Tweet rausgehauen. Er schrieb nämlich, dass die Leute, die hier Anni noch in dieser Sache supporten, absolute Vollversager und Schlappschwänze sind. Da stimme ich natürlich zu 100% zu und ich weiß auch, dass Skyros und Orange nicht mehr Best Buddies. Es ist so geil, dass Skyros jetzt einfach der Good Boy ist. Ich weiß noch, vor 2 Jahren haben den alle gehasst. Da war diese Nummer auf der Gamescom mit Tanzverbot, da war das Casino-Ding, der war wirklich der unbeliebteste Influencer der Plattform. Und Shoyoka hat ihn wieder beliebt gemacht. Ja. Shoyoka Magic. Der hat es im Laufe von 1-2 Jahren hat das hingekriegt, dass der jetzt so zitiert wird und Leute den geil finden und der einfach so. Na, der bekommt immer noch sehr, sehr viel Hate, das muss man echt dazu sagen. Also, das ist jetzt schon eine beachtliche Laufbahn, die er da hingelegt hat. Er hat sich schon verbessert, aber er wird immer noch viel gehatet, ne? Die sind, die folgen sich ja auch nicht mehr mittlerweile. Ich finde es aber dennoch lustig, dass sich Orange laut Skyros in diese Versagerliste mit eingetragen hat. Denn dieser hat Anni einfach 200 Subs gespendet und wollte unbedingt mit Anni in Kontakt treten. Es ist ehrlich komplett brutal, wie schnell... Okay, was sagt Shane Rogue dazu?
Konnte nicht schreiben, weil 2 Tage Followding. Kein Hate, Support für Opfer von zu viel Hetze auf Krampf. Warum denkst du, 200 Subs sind Hate? Du hattest meinen Rücken in der Zeit die ganze Zeit. Lies die anderen Nachrichten, dann checkst du. Auf Namen klicken, ne? 800 ausgeben für Troll, natürlich. Wünsch dir viel Kraft. Hoffe bald durch. Peace. Brauch auch keinen, bin krass genug. Okay. Wollte unbedingt mit Anni in Kontakt treten. Es ist ehrlich komplett brutal, wie schnell die Menschen alles vergessen können, egal wie groß diese Vorwürfe sind. Zeigt mir aber auch, dass man gefühlt alles tun und lassen kann, also, was der man... Der hat es halt nicht vergessen, der hat es ja deswegen gemacht. Ja. Man möchte, es gibt immer Menschen, die einen noch dabei supporten. Das waren jetzt im Groben die Themen in Bezug zu Anni. Sie hat dann halt danach noch über Gaming, über die Fußball-EM gesprochen und auch über Taylor Swift. Dort geht sie nämlich zum Konzert. Und ganz schlimm ist natürlich auch, dass sie in ihrem Stream den negativen Kommentaren viel Platz geboten hat. Ich war wissen, zu welchem Taylor Swift Konzert, wenn wir es wissen wollen, bei welcher Halle, dann Tobias Huch fragen, oder? Der weiß sowas. Ja, der weiß alles. Ich habe heute sehr vielen negativen Kommentaren sehr viel Platz gegeben. Da man bei ihr im Stream erst reinschreiben konnte, wenn man 24 Stunden gefolgt ist, waren die extrem negativen Kommentare tatsächlich verhältnismäßig wenig gewesen. Aber gut, das war's jetzt mit dem Thema. Ich hoffe, ihr seid nun etwas schlauer. Für mein Gefühl kam der Stream ungefähr ein Jahr zu früh. Aber gut, das muss am Ende des Tages selbst wissen. Man muss auch selbst einschätzen können, ab wann man gut genug therapiert wurde. Meine Erkenntnis daraus ist, dass man, egal was für einen Skandal haben kann, man wird dennoch von vielen einfach supportet und gefeiert. Ob das jetzt gut ist, ich weiß es nicht. Schreibt gerne. Also es gibt, wenn man einmal über den Atlantik rüber guckt, gibt es Leute, die haben größere Skandale und die wollen jetzt Präsident werden und werden aufgestellt. Das musst du dazu sagen, definitiv. Und auch wenn er gerade sagt, dümmste Timeline, dümmstes Video, ich habe mir diese Debate neulich angeguckt, kann man sich bei YouTube sogar angucken, ist bei CNN, ja. Die beiden gegen Trump-Debate, holy fuck, was für eine Shitshow, du guckst das wirklich und denkst, das muss ein Sketch sein, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Echt? So was die da eine Stunde veranstaltet haben, ist unglaublich. Es ist schlimm, wer hat Biden vs. Trump gesehen, einzeln Chat? Also ich glaube, es kommt auch immer auf die Ausgangslage aus. Ich meine, vor diesem Skandal hatte ja Anni auch dieses Polder-Saubermann-Image. Ja. Und wenn das dann komplett fällt, ist es halt immer heftiger, macht ja. Heftigere Runden, als wenn du weißt, Trump ist in den Augen von den meisten Leuten eh der letzte Dulli. Wenn der irgendwas macht, das juckt dann auch keinen mehr. Der weißt du, wenn man denkt, okay, von dem habe ich das eh erwartet. So. Der hat es nur irgendwie hingekriegt, dass er als Teil des Establishments, als superreicher Immobilientyp, der überall in den Medien ist, dass er plötzlich sagt, ich bin gegen das Establishment, ich bin der krasse Rebell von außen, bist du nicht, Alter. Junge. Und Biden wäre fast an Altersschwäche gestorben während des Interviews. Eure Meinung diesbezüglich in die Kommentare, bleibt aber bitte sachlich, was es angeht. Und lasst gern ein Like und ein Abo da, vor allem, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön, Stänchen ans Männchen. Dieser alte Hetzer, Mann. Gutes Video an der Stelle, was sagen wir zusammenfassend hier? Ich finde, er hätte noch ein bisschen doller reingehen können. Ein bisschen mehr von oben herab sollte der sein. Ja, das war halt nicht genug gehetzt. Aber vor 2 Stunden hat er noch ein Video hochgeladen, sehe ich da unten gerade. Mokis neue Ansage an Anni. Das große Nachtreten. Ja, das große Nachtreten. Vielleicht setzt er dann ja nochmal eine Schippe an Fremdenfeindlichkeit drauf, hoffe ich. Na? Fremdenfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit. Na sicher, ne? Er sagt, ich habe jetzt eine fremde Frauen. Dass es eine Frau war, habe ich bisher schon mitbekommen, aber ich habe hier noch was rausgefunden. So Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, macht ihr ihn nach oben, dann wird man euch loben. Lasst einen Kommentar da, wie euch das hier gefallen hat, ja auch mit Onkel Imt, dass er am Start war. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sage tschüss, die Müsli und? Stänkchen ans Wänkchen. Stänkchen ans Wänkchen heute. Ciao.